Italiens Regierung hat nun auch offiziell dem geplanten Weiterbau der umstrittenen Zugstrecke zwischen Turin und Lyon zugestimmt. Ein entsprechender Brief sei am Ende der Woche nach Brüssel geschickt worden, heißt es in italienischen Medien. Allerdings fehlt dem Brief die Unterschrift von Verkehrsminister Tognelli. In der vergangenen Woche hatte Ministerpräsident Conte in dem Streit ein Machtwort gesprochen und den Weiterbau befürwortet. Das sei billiger als das Projekt zu stoppen, so Conte. An dem Streit wäre im vergangenen März die Regierungskoalition in Italien fast zerbrochen. Und die fehlende Unterschrift des Verkehrsministers macht offenbar deutlich, dass noch immer nicht alle der Linie des Regierungschefs folgen wollen. Die neue Strecke soll insgesamt 270 Kilometer lang werden. Ein Teil ist schon gebaut. Die Bahntrasse soll nicht nur Zugfahrten von Italien nach Frankreich schneller machen, sondern auch Güterverkehr auf die Schienen bringen.